Ich werde jetzt den Christian Ried vom Lilonhof vorstellen. Er ist Berater, Vortragender und zudem Hüter alter Obst- und Nusssorten mit kleinen, großen Veredelungsprojekten. Durch eine Weltreise mit dem Fahrrad von Australien nach Österreich hat er viele Projekte kennengelernt und sich in die Landwirtschaft verliebt. Nach einem Zwischenstopp in der Immobilienverwaltung bzw. dem Baumanagement sowie der ländlichen Liegenschaftsverwaltung und Entwicklung hat er ein halb verfallenes Sacherl in Dorf Beuern gekauft und dort den sogenannten Lilonhof aufgebaut, der jetzt im Vollerwerb mit nur 1,5 Hektar und Anführungszeichen bewirtschaftet wird. Dabei ist neben dem Marktgarten vor allem Holistic Management und Lean Management wichtig. Das sind auch Punkte, von denen er uns hoffentlich auch in seinem Vortrag berichten wird. Christian, ich darf dich recht herzlich auf die Bühne bitten und wir freuen uns auf deinen Input und deinen Beitrag. Ein herzliches Grüß Gott und Hallo in die Runde. Einen schönen Nachmittag aus Salzburg. Ich knipse mal wieder aus, weil meine Internetverbindung ist nicht die allerschnellste und starte gleich los mit der Präsentation. So. Jungpflanzenproduktion am Beispiel Lilonhof. Vorab ein kleiner Überblick, weil der Kontext, in dem eine Jungpflanzenproduktion passiert, ist natürlich wahnsinnig wichtig zu wissen, weil für einen Riesenbetrieb, der hektarweise Jungpflanzen pflanzen will, ist es vielleicht nicht das Richtige, vielleicht auch schon. Also ganz kurz einen Kontext, dann die Jungpflanzenanzucht an sich, das ist ein Low-Investment-Approach, das heißt mit möglichst wenig Investition möglichst gute Jungpflanzen zu produzieren, ist das Ziel. Und dann noch eine kurze Zusammenfassung und Fragen. Also, als erstes Kontext über den Betrieb. Der Lilonhof hat insgesamt nur eine Betriebsgröße von 1,5 Hektar. Das ist eine teilpauschalierte, im Vollerwerb betriebene Ein-Mann-Show sozusagen. Das heißt, der ganze Betrieb ist um mich herum designt. Der Betrieb wirklich die tatsächlichen, wirklich reine Beetfläche ohne Wege und so weiter ist 600 Quadratmeter im Freiland und 550 Quadratmeter unter Folie. Absatz ausschließlich direkt einerseits über eine CSA bzw. Solavi Online Plattform. Ich denke, da in diesem Kontext brauche ich nicht darauf eingehen, was CSA oder Solavi ist. Und Marktverkauf an der Schranne in Salzburg. Ganz wichtig am Betrieb sind zwei Managementansätze, das möchte ich kurz erwähnen. Einerseits Holistic Management, andererseits Lean Management. Das eine versucht einen ganzheitlichen Blick von Finanzen über Ökologie zu dem Persönlichen zu spannen und das andere Lean Management versucht, alles rauszustreichen, zum Beispiel zu viel Bodenbearbeitung, das einfach kontraproduktiv wäre, beziehungsweise Wege zu verkürzen und so weiter. Wie gesagt, das Ganze war ein Low-Investment-Startup und ganz wichtig am Betrieb ist minimalste Bodenbearbeitung mit Handgeräte. Und wenn ich jetzt von minimal rede, dann meine ich nicht 5 cm oder so, sondern dann meine ich wirklich rechentief so wenig wie möglich. Ein kleiner Mini-Blick von oben bis vor kurzem war noch alles weiß. So schaut es aus. Kleiner Tunnel, mittlerer Tunnel, großer Tunnel und jeweils Freilandflächen. Das war jetzt zu schnell, das wirkt jetzt nicht. Im Sommer in voller Pracht. Man kann per Knopfdruck alles bewässern, alles in Reih und Glied sozusagen. Nur eine zweite Folie ganz kurz mit Bildern. Ein kleiner, aber feiner Marktstand. Alle Jungpflanzen werden, wie gesagt, selbst produziert. Auch Tomaten inklusive Veredeln und so weiter, alles am Hof. So, dann kommen wir gleich direkt zur Jungpflanzenproduktion, zu einem ganz wichtigen Punkt, Kosten der Jungpflanzenproduktion. Man muss dazu sagen, die Kosten schwanken sehr stark und ich habe mir jetzt nicht getraut, einen ganz präzisen Betrag anzugeben, weil es einfach darauf ankommt, wie
viel man investieren will. Aber man kann, sage ich mal, mit einer Investition von 15 bis 35 Euro, ich habe es jetzt auf dem Topfplattenstellplatz sozusagen heruntergebrochen, beheizt und beleuchtet. 15 Euro wäre irgendwo in dem Bereich, wo man einfach kein LED-Licht nimmt, wo man mit ganz einfachen Mitteln das warm hält sozusagen, und 35 Euro wären eher in dem Bereich, wo man einfach LED-Balken drüber hängt, aber jetzt nicht fancy Rot-Blau-Licht sozusagen, sondern immer nur handelsüblich. Und was auch noch wichtig ist dazu zu sagen, ist, dass diese ganzen Preise ohne das Foliengewächshaus sind, in dem sie das Ganze abspielen würde. Dann laufende Kosten, ich habe mir das eh vor kurzem unabhängig von dem Vortrag angeschaut, je nach Kultur und je nachdem, wie viel Erde man zum Beispiel auf einmal bezieht, 1,50 bis 3,50 Durchschnittskosten pro ausgesäter Topfplatte. In meinem Fall sind das 150er Quickpot, das heißt im Schnitt, sagen wir mal, ungefähr 2 Euro für 150 Pflänzchen. Wenn eine Topfplatte, wie gesagt, 5 Jahre hält und man darauf aufpasst, dann sind wir eben bei diesen laufenden Kosten. Ein Kostenvergleich zum Pflanzenkauf im Fall des Lielonhofs ist, sage ich mal, nicht ganz einfach, weil diese kleinen Pflanzenmengen, die im Market Gardening gebraucht werden, per se einen höheren Preis im Einkauf verursachen. Aber wenn man das kann und wenn Pflanzen verfügbar sind, dann ist es so, dass man sich sozusagen die Investitionskosten ab dem zweiten Jahr spart. Und ja, jetzt habe ich es verkehrt herum gesagt. Also die zugekauften Jungpflanzen pro Saison würden circa gleich viele Kosten verursachen wie die Investitionskosten plus die laufenden Kosten im ersten Jahr. Faktoren sind natürlich Abnahmemenge beim Substrat, dann die Auswahl des Saatguts. Wir wissen, dass Hybrid-Saatgut, man kann durchaus 1 Euro pro Tomatensamen bezahlen oder man kann auch 100 um 5 Euro haben. Also dieser Preisunterschied ist enorm. Genau, also nächste Folie, Jungpflanzenanzucht mit Topfplatten. In meinem Fall ganz wichtig, die Topfplatte ist passend zur Beetgröße gewählt. Für eine einfache Planung ist eine Standardisierung hilfreich. In meinem Fall im Market Gardening ist es üblich, standardisierte Beete zu haben. Alle Beete sind gleich lang, gleich breit, und bei jedem Satz einer Kultur sind immer exakt gleich viele Pflanzen auf dem Beet. Das heißt, die Planung der Jungpflanzenproduktion ist in dem Fall viel leichter, wie wenn man ein Beet mit 10 Meter 30 hat, das nächste Beet mit 14 Meter 10 und so weiter. Genau, das heißt, das ist ganz was Wichtiges, Standardisierung, generell wichtig, um Zeit und Ressourcen zu sparen. Dann Substrate, großes Thema momentan, ärgerte mich gerade irrsinnig mit Einheitserde von der Firma Platzer. Die wollte ich heute eigentlich empfehlen, das tue ich somit nimmer. Da gehe ich aber nicht näher drauf ein. Die Stückigkeit der Substrate ist auf jeden Fall sehr entscheidend. Presstopferde ist für Topfplatten mitunter zu fein. Pikiersubstrate oder Tray-Substrate sind ideal. Am idealsten ist natürlich ein Tray-Substrat, weil es eben genau dafür gemacht ist. Das gibt es zum Beispiel von der Firma Glasmann. Leider ist die Qualität zumindest bei dem Bezug, den ich bisher gehabt habe, oft nicht konstant, zum Beispiel nicht ordentlich gemischt. Gegebenenfalls kann man da nur empfehlen, immer mehrere Lieferanten auszuprobieren. Biosubstrate, die ich verwende, haben im Sommer, ich bin zwar kein Biobetrieb, aber ich habe betriebsmittelmäßig trotzdem nur Bio. Biosubstrate sind im Sommer begrenzt lagerfähig, im Winter ist es eher kein Problem. Ist einfach wichtig zu wissen, kleine Randnotiz irgendwo im Hinterkopf. Ja, Saatgut am besten frisch, am besten nicht zu viel und nicht zu wenig bestellen. In meinem Fall einfach gelagert in einer Kühlbox oder im Kühlschrank bei geringer Luftfeuchte. Da gibt es so eine Formel, wo noch mit jedem Prozent weniger Restfeuchte
und mit jedem Grad weniger Temperatur das Saatgut gleich immens viel länger hält. Also da gibt es so eine Formel, muss man nicht wissen, ist egal. Aber wie gesagt, kühl, trocken, versteht sich irgendwo eh von selbst, ist einfach wichtig. Genau, große Vorteile der Jungpflanzenproduktion möchte ich auch noch anführen. Die Sortenwahl ist natürlich viel breiter, als wie wenn man Jungpflanzen kauft. Natürlich gibt es auch Jungpflanzenproduzenten, denen man das Saatgut zur Verfügung stellen kann. Das mag aber möglicherweise nicht überall verfügbar sein. Außerdem ist eine eigene Jungpflanzenanzucht meiner Erfahrung nach eben Kostenreduktion auf jeden Fall, und es ist auf jeden Fall gegenüber dem Endkunden beim Direktverkaufer absolutes Verkaufsargument. So, jetzt ganz kurz zu dem Prozess, wie das bei mir abläuft. Mag banal klingen, ich mache das jetzt trotzdem ganz kurz, also Topfplatte locker befüllen, einmal in die Luft heben, am Boden fallen lassen, damit es noch sackt und die Zellen bis unten auch wirklich voll sind, mit einer gleichen Topfplatte, so mache ich das, sieht man da auf diesem Bild, einfach Vertiefungen eindrücken, Samen rein, beschriften, funktioniert super mit diesen Sharpie China-Markern, das kann man sich so vorstellen wie so eine Kindermalkreide, die kann man runterradieren und dann ist ganz klar, wann das ist, wann das ausgesät wurde und so. Genau, angießen versteht sich auch von selbst und Arbeitsplatz sauber halten ist auch wichtig, damit man nicht irgendwelche Fremdsaaten dann in die Topfplatten drinnen hat. Das ist alles unnötige Zeit, wenn man das dann irgendwie rauspulen muss. Genau. Dann der nächste Schritt nach der Anzucht ist bei mir die Keimung unter Vlies oder in einer Keimkammer. Temperatur sollte auf jeden Fall regelbar sein, ganz wichtig. In meinem Fall ist es einfach eine Industriebodenheizung in einer Betonbodenplatte. Das kann aber genauso gut Heizmatte sein, da komme ich dann später noch dazu, oder Heizkabel. Da habe ich in diesem Text zwei Beispiele angeführt, aber grundsätzlich funktioniert bei diesen ganzen Heizmatten und Heizkabeln, gibt es da viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Thermostate, und oft ist es einfach am günstigsten, wenn man das nimmt, was der Elektriker vor Ort sozusagen am Lager hat. Feucht halten und bei Keimung sofort ans Licht stellen, also nicht irgendwie nur kurz verschieben, wenn man sieht, dass es keimt, dann muss das ans Licht. Das ist ein wichtiger Hinweis vielleicht für all jene, die das vorhaben, bald mal selber zu machen. Also da kann man einfach nicht warten, weil sonst leidet einfach die Jungpflanzenqualität. Die frühe Anzucht unter Kunstlicht, was gibt es dazu zu sagen? Meiner Erfahrung nach sind 10.000 Lumen pro Quadratmeter, wenn es ausschließlich Kunstlicht ist, absolut nötig. Lichtfarbenmäßig 6500 Kelvin, das ist ein volles Farbspektrum, entspricht sozusagen, wenn man den Weißabgleich von einer Kamera sich anschaut, einem bewölkten Tag sozusagen, und diese Werte sollte man nicht unterschreiten. LED ist grundsätzlich ein bisschen teurer, als wenn man jetzt normale Leuchtstoffröhren nimmt, aber im Betrieb sind LED-Röhren sehr schnell günstiger, weil einfach Lebensdauer, Erschütterungen und so weiter und Stromkosten bei normalen Röhren durchaus zu Ausfällen führen, die Starter können kaputt gehen und so weiter und so weiter. Eine handelsübliche LED-Röhre, die ich jetzt ganz konkret hernehme, ist die LEDvance, eben mit diesen Werten 6500 Kelvin und 5500 Lumen pro Röhre. Je nach Versender und Händler kostet es zwischen 35 und 45 Euro, inklusive Kabel und Stecker. Und ich sage mal, zwei so Röhren sollte man über 4 bis 6 Topfplatten auf jeden Fall drüber haben. Was sich auch wahrscheinlich von selbst versteht, ist die Schutzklasse. Also das muss natürlich wasserdicht sein, damit man beim Gießen jetzt nicht penibelst aufpassen muss. Und nachdem das jetzt diese LEDvance zum Beispiel, die ich da als Beispiel angeführt habe, nachdem das jetzt keine Profi-Rot-Blau-LEDs sind, muss man aber trotzdem den Abstand zur Spitze der Pflanze relativ gering halten, um da wirklich ein ordentliches Ergebnis zu erzielen und um da nicht ein unnötiges Längenwachstum zu provozieren und dann irgendwie völlig fragile Pflanzen zu bekommen. Das ist jetzt zwei Bilder sozusagen, wie das bei mir ausschaut. Das ist zum einen einfach ein Tisch, bei dem man da so Plastik drüber runter
kurbeln kann. Diese Röhren geben durchaus relativ viel Licht ab. Das heißt, in so einem abgeschlossenen Luftraum ist es durchaus um 4-5 Grad wärmer als in der Umgebung. Da ist die sozusagen die Variante für den Boden, das ist ein Riesengestell, das man einfach hin und her schieben kann. Wenn es dazu nur mehr Fragen gibt, dann beantworte ich das nachher gerne. Das Ergebnis von diesem einfachen Setup, denke ich, kann sich sehen lassen. Durch Wurzelung, Farbe, Stieldicke, Stabilität und so weiter ist sehr zufriedenstellend, sage ich mal. In dem Fall ist das jetzt eine veredelte Tomate nach 6 Wochen Anzuchtzeit. Das heißt, 2 Wochen kann man mal abziehen, weil nach der Veredelung natürlich eine Zeit lang nichts passiert. So, wenn die Keimung bzw. die Anzucht unter Kunstlicht abgeschlossen ist, dann kommt es bei mir am Lielonhof raus ins Gewächshaus auf Heiztische. Die sind ganz einfach aufgebaut. Das sind im Grunde einfach Tische mit einer ganz einfachen Holzkonstruktion, das heißt eine Unterkonstruktion aus Konstruktionsvollholz, das ist nicht teuer, und OSB-Platten, OSB Top 4, das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, die Top 4-Variante ist formaldehydfrei, da will man natürlich kein Gift oder irgendwelche Sachen drinnen haben in so einem Bereich. Also ganz einfaches Untergestell mit Isolierplatten, mit einer Silofolie zur Abdichtung, mit Heizkabeln drinnen, in Sand eingebettet und obendrauf zum Abdecken nur ein Bändchengewebe. Christian, darf ich kurz sagen, wir müssen, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, vielleicht wenn du in 1-2 Minuten zum Ende kommen könntest, weil dann haben wir noch 10 Minuten für die Diskussion. Es waren nämlich schon ziemlich viele Fragen, sind schon hier. Okay, geht sie perfekt aus, ich habe nur 3 Folien. Danke dir. Passt. Da ist nur mal in Textform die Liste sozusagen, wie das gemacht wird. Das kann ich zur Verfügung stellen. Und dann ein paar allgemeine Hinweise einfach zum Behandeln der Jungpflanzen. Also meine Erfahrung nach sind Jungpflanzen, auch wenn sie fragil wirken, im Endeffekt doch relativ robust, weil sie einfach wachsen wollen. Ein wichtiger Hinweis ist auch, dass vor dem Auspflanzen einfach ein stabiler Ballen gebildet sein sollte. Und grundsätzlich, ich habe bisher keine großen Probleme mit Schädlingen gehabt oder so, aber ein wichtiger Hinweis und ein Minimum an Präventivmaßnahmen sozusagen sind Gelbtafeln, so klebende Tafeln. Und ja, Jungpflanzen immer im Auge behalten, das ist ein Ding, das man mehrmals täglich anschauen sollte. Weiterer Hinweis, Mausefallen unbedingt bereit haben, wenn es irgendwie schmackhafte Samen sind. Pflanzen aus Kunstlicht müssen unbedingt abgehärtet werden, weil UV-Licht natürlich drinnen unter der Lampe nicht vorhanden ist und das sonst die Pflanzen schädigt. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Immer anschauen, vor allem im Hinblick auf die Feuchtigkeit. Für die Planung habe ich da noch eine Folie mit rein. Ich nehme an, dass die Präsentation dann irgendwo zum Herunterladen sein wird. Das sind meine Pflanzabstände und meine Topfplatten, die ich verwende, mit einer kurzen Erläuterung, nachdem wir schon weit fortgeschritten sind in der Zeit, geht jetzt nicht näher darauf ein, aber da kann man mich dazu noch fragen, wenn's will, wenn wer will, und ihr erläutert es dann gerne. Und somit sind wir bei den Fragen.